2. Noch tiefer. 1. Und jetzt stehst du vor einem Durchgang zur geistigen Welt. Ich zähle bis 3 und du erzählst immer laut und deutlich, wo bist du und wo. 1, 2, 3. Jetzt sage laut und deutlich. Ich stehe vor der Tür und um mich herum sieht es aus. Um mich herum sieht es aus, als eher eine Tapete mit ganz vielen Blumen, ganz viel Farbe, ganz hell. Mhm. Und die Tür sieht genauso aus wie die Wände. Auch mit Blumen? Ja. Mhm. Gut. Wie sieht es die Tür aus? Sie hat oben und runter Bogen. Mhm. Sieht freundlich aus? Ja. Und das Raum ist geschlossen oder offen? Ich sehe bloß auf der einen Seite diese Blumen an der Wände. Welche Blumen, welche Farben sind die? Rot, weiß, mhm, grün. Die Blumen sind dir bekannt? Kennst du die? Es sehen alle aus wie so Margeriten, aber halt in ganz vielen Farben. Mhm. Gut. Na da jetzt machst du die Türe auf und gehst durch. Andere Seite des geistigen Welt. Und jetzt kannst du durchgehen und erzählst alles, was da passiert, wo bist du dann durchgegangen. Ich stehe auf eine schöne Blumenwiese. Auf Blumenwiese stehst ja, du? Mhm. Und schau mal auf den Himmel. Der ist ganz hell. Laut, laut. Ganz hell und klar. Ein schöner Sommertag. Mhm. Schau deinen Körper an. Wie sieht dein Körper aus? Hast du menschliche Körper oder was anderes? Mein Körper. Laut, laut. Ich sehe meinen Körper nicht. Ich komme vor ganz leicht. Mhm. Gut. Jetzt bist du auch geistige Wesen. Und jetzt auf diese Stelle. Ich werde jetzt bitten und kommen deinem geistigen Freund. Und du beobachtest, wer kommt auf dich zu, in welche Form, und dann sagst du. Ein Schmetterling, von Weitem, sieht sehr groß aus. Als Schmetterling? Ja. Mhm. Er ist jetzt bei mir und jetzt hat er irgendwie wieder die normale Größe. Normale Größe? Ja, von einem Schmetterling nicht so riesig. Der sah richtig groß aus. Und jetzt ist er vielleicht wieder 5 cm groß. Aha. Dann ich begrüße, du begrüßt du auch bitte den Schmetterling. Fragen wir, was ist das für geistige Wesen? Sagt, ja, dass er schon ein Michael ist, dass heute irgendwie ja, sich so zeigen möchte. Ja, warum auch in dieser Form als Schmetterling heute? Irgendwie. Hat das Bedeutung? Er meint, dass irgendwie, weil es so gut passen tut, weil. Zu dieser Wiese? Ja, zu der Wiese und. Ja, weil ich mich entspannen soll, meine. Aha, gut. Dann jetzt, ich möchte bitten auch Vessius, mein geistiger Freund, der soll kommen zu deiner Sicherheit und als Beobachter des ganzen Geschehens und deiner Reise. Ich grüße dich, Vessius, und du sagst, wird irgendwas verändert sich. Laut, nur laut sprich. Ich höre ein Summen. Anscheinend
praktisch neben Michael so eine Biene. Eine Biene? Eine Biene. Siehst du deutlich? Ja. Also, ich möchte fragen, wer ist das als Biene? Wer ist da in dieser Form? Michael sagt ja, das ist Vesius, aber ich verstehe gerade selber nicht, warum in dieser... Ja, Welt. Hallo Vesius, ich begrüße dich herzlich. Warum bist du diesmal als Biene erschienen? Weil hier haben wir auch eine Fliege, welche uns stört. Man soll das nicht Zusammenhang haben. Und dann, was sagt Vesius, warum als Biene erschienen? Er meint, dass ich ihn jetzt mal auch sehe, weil er ja vorher immer bloß als, als Energie sich mehr oder weniger gezeigt hat. Und weil er meint, dass ich einfach diese Ruhe und heute brauchen kann, einfach zum Entspannen. Und deswegen als Insekten erschienen. Ja, weil sie mich jetzt auf diese schöne Wiese gebracht haben oder gezeigt haben, dass ich mich einfach entspannt relaxen tue, bevor sie dann, Michael meint, dass sie später dann weiter mit mir gehen wollen. Ja, wo geht heute die Reise? Darf ich wissen, wer beantwortet? Jesus meint, sie wollen noch von der geistigen Ebene mir Sachen zeigen. Und werden heute Informationen durchgegeben, durch geistige Ebene, für die Menschen? Wie ich es sagt, sie wollen es probieren, mir so verständlich zu machen, dass ich es dann weiter sagen kann. Dann jetzt, Vesus und Michael, bevor Simone geht auf die Reise, ich möchte fragen, ob am Ende, wenn sie ist zurück und seid ihr noch zusammen, ob kann ich noch dann Frage stellen, also so private mehr oder weniger. Michael meint, das kann man nachher noch machen. Das ist kein Problem. Gut. Okay. Dann, wenn Simone ist schon so weit, dann, ich weiß es nicht, wie das geschieht, dann möchte ich, dass Simone erzählst du laut und deutlich und dann geht ihr auf diese Reise auf geistige Ebene, wo ich möchte dir etwas zeigen, unsere geistige Freude. Und dann, wenn es soweit ist, das sagst du. Und wenn die sich verändern auch, dann sagst du mir auch. Ja. Ja, Michael meint, er wird sich jetzt auch verändern. Ich werde ihn mehr als goldenen Punkt jetzt wahrnehmen. Ah, in goldene Energie, Bündel, ja? Ja. Gut. Und Vesius wird mehr grün sein. Also, als Energie? Ja, auch als Energie. Also dann beschreibe diese Energieform. Haben die schon sich verändert? Beschreibe erstmal Michael, wie seine Form aussieht.
Es sieht aus wie so ein goldenes kleines Ei und außenrum ja so ganz wie eine Wolke, also wie eine Wolke. Und halt mittendrin dieses goldene Ei. Mhm. Und Vesius, das, ja, das, diese Energie, ja, es ist grün und das sieht so aus, ja, wie so ein kleines Herz und ja auch so. Kleines Herz, in ja, dieser Form, wo so malen wir Herzen, genau, oder menschliche? Nein, in der Form, wie wir so malen, die Herzen. Mhm. Und, ja, und sein Äußeres sieht spitze aus, also um das Herz rum wie so Zacken, wie so ein Stern. Ja, dann ich frage die Vesus, warum diese Form nimmst du an? Er meint, damit ich ihn besser unterscheiden kann später von den anderen. Von den anderen? Ja. Also dort, wo Simone wird dort gebracht, dass ja, darum geht, dass ja, wegen dieser Form, energetische Form, ja, jetzt nimmt ihr an? Er sagt, ja, damit ich besser unterscheiden kann von den anderen. Geistige Wesen? Ja. Hm. Und du, Michael, mit dem goldenen Ei? Haben sie beide gemeint, dass es einfach besser zu unterscheiden ist von anderen, dass einfach raussticht, dass ich auch immer sicher sein kann, dass das heißt, dass wirst du gebracht, dort wo es viele, viele geistige Wesen. Genau. Okay, na dann geht ihr, ich weiß nicht, in welche Form, wird ihr dann fortsetzen, diese Reise, du wirst es sehen. Und dann erzählst alles, was unterwegs passiert. 1, 2, 3, jetzt geht ihr auf die Reise und erzählst, wo fliegt ihr. Und bewegt euch. Ist das welche, was von dir, was siehst du von dir, wenn ihr so bewegt euch? So ein also dunkelblauer Hintergrund und ja, immer wieder so Punkte. Und außenrum, ja, wie so Wolken in ja, ganz so gelblich. Also diese Formen sind irgendwie so gelblich. Und diese Wolken? Ja. Und merkst du, wie bewegt euch? Ja, ich komme mir vor, als ob ich fliegen würde. Ist welche Tunnel? Ist es Tunnel oder ist das diese Weite, das ist einfach nur eine Weite. Weite. Mhm. Eine Weite. Gut. Dann ich frage Michael und Vesius, sagt mir bitte, weiß nicht, wer beantwortet, wo jetzt bewegt euch mit, wo möchtet ihr Simone mitnehmen? Auf welche Stelle? Wie heißt diese Stelle? Diese Stelle hat jetzt in dem Sinn keinen Namen, sondern ist einfach, ja, um zu zeigen, wie groß die geistige Welt ist, dass eigentlich nicht kein... Ist das geistige Universum? Kann ich so verstehen? Ja, genau. Dass kein Anfang und eigentlich auch kein Ende hat. Mhm. Sondern dass es halt ja überall ist. Ja. Diese Formen, die werden immer größer und auch mehr. Was? Diese geistige Wesen. Wesen? Ja, diese Energien oder Wesen. Ist da mehrere andere oder wie? Ja, das sind, waren am Anfang jetzt wenige und jetzt wird es irgendwie immer mehr. Man sieht eigentlich die Weite schon gar nicht mehr, weil so viele da sind. Geistige Wesen? Ja. Wer sind diese Wesen? Ich frage unsere
Freunde. Meinen, das sind jetzt Wesen, wo, ja, wo zurzeit halt in der geistigen Welt unterwegs sind, wo auch teilweise wieder zurückgehen oder auf andere, also andere Zivilisationen. Ah, dass die haben verlassen biologische Körper? Ja, das sind diese Wesen, wo die wo sind gestorben. Ja, wo gestorben sind verschiedene, so nicht bloß bei uns auf Erden, aber das sind halt, ja, mit so einem Sammelpunkt, wo sie dann sich auch wieder austauschen. Und die alle folgen zum einem Sammelpunkt. Sammelpunkt, ja. Gut. Von wo wissen die, wie passiert es, wenn von verschiedenen Galaktiken, Planeten, auch Erden, die Seelen gehen weg. Wie erkennen die diesen Ziel? Das ist ja schon alle so vorbereitet von den anderen Stationen. Das ist jetzt hier bloß, damit man sieht, dass ja nicht bloß die Milliarden Leute, wo es auf der Erde gibt, Seelen da sind, sondern dass es halt, wie man sagt, das Sternreich ist unendlich, gibt unendlich viele Sterne, dass einfach mal verdeutlicht wird, dass es wirklich so ist, dass einfach wir uns gar nicht vorstellen können, wie viele Seelen es gibt. Haben die Begleiter auch, wenn die weggehen von dem Körper, nach dem Ableben? Begleitet jemand, welche geistige Wesen, die Seelen zum diese Sammelpunkt, Sammelstelle? Ja, es ist ja nicht so, dass diese, Michael meint, ich bin, ist ja mein, mehr oder weniger, wie man hier sagt, Engel, also wo auf mich aufpasst. Mhm. Und es wird dann danach auch so sein, bis dann halt das Neue ansteht. Bis halt auch er wieder woanders hinkommt. Also diese Seele? Ja, weil er ist ja in dem Sinne auch eine Seele, wo sich auch noch weiterentwickeln tut. Das heißt, kann sein, das kommt zum Wechsel von dem geistigen Führer, ja, für die jeweilige Seele? Ja, das kann schon sein. Mhm. Okay, dann ich habe Frage, die möchte dir zeigen, jetzt bist du dort und siehst, wie die alle Seelen fliegen auf diese Ebene, spezielle Ebene, ja? Und dann, ich habe noch eine Frage, ob gibt es sowas, besonders ich möchte um die Erde fragen, ob gibt es sowas wie welche Fallen, wo die Seelen verirrt sich und landet auf andere Seite, dunkle Seite, so gesagt. Während praktisch. Also, wie es hat jetzt gerade meint, also verirren kann sich eine Seele nicht, die wird auch nicht irgendwie durch Fallen irgendwie zur dunklen Seite verschoben oder gedrängt oder so. Das hat dann schon. Also mit dem Leben auf den verschiedenen Planeten oder Erden zu tun, ob man dann irgendwann vielleicht doch zur dunklen Seite kommt, aber das... Also automatisch, praktisch die Seele automatisch wird dann entweder dunkle Seite oder zum Licht. Ja, aber bis jemand zur dunklen Seite gehen tut, dauert es schon wirklich lange. Aber das geschieht durch mein Manipulation von dunkler Seite auf die Seele, dass sie dort wird gehen. Ich sag ja sozusagen schon, also das ist
aber ein sehr langwieriger Prozess, bis praktisch die helle Seite wird erreicht. Nein, wird einen Schlussstrich ziehen und sagen, so, jetzt ist genug, jetzt kann man dir in dem Sinne nicht helfen, jetzt musst du da probieren, dort auf der dunklen Seite das zu managen, also die auf die andere Seite sich dann praktisch in andere Hände gegeben, ja, so sieht aus. So. Mhm. Und diese alle machen das freiwillig oder sind auch praktisch empfangen durch Manipulation, durch irgendwelche, ja, dass die werden schon vorbereitet in der Körper, der menschliche Körper, die Seele wird schon in Obhut von dunkler Seite. Ja, das gibt schon, aber die helle Seite sagt, wie es tut, nicht so schnell aufgeben, also nicht das Einleben, dass die dunkle Seite, jemand probiert zu manipulieren und zu beeinflussen. Aber die machen das. Kann, das. Ja, ja, klar, aber das muss dann schon, wie ich, ja, mehrere Leben und sein, also die helle Seite gibt nicht so schnell auf, der Seele irgendwie was beizubringen. Ja, und ist es wahr, dass über die Erde ist ein Netz von der dunklen Seite, ist Netz über die Erde, über den Planet, wo die, das ist so wie eine Falle für Seelen? Ja. Da wird es beantwortet. Ja, Jesus hat jetzt so gerade gesagt, das ist jetzt wieder, weil ich irgendwo... Thema für jemanden, ja, für andere Medium. Anderen, weil... Okay, da lassen wir das, okay. Er meinte halt nur, dass es er kann so wie jetzt gerade so, ja... Ich sag mal nicht so tief dran rein, aber das war jetzt fast zu tief rein in diese... Okay, aber ist was dran, wo jetzt, ich werde nicht fragen. Ja, es ist schon was dran und es wird auch jemand anderes noch bekommen. Okay, also. Die Information durch jemand anderen. Okay, danke für diese Antwort. Dann jetzt, so wie ich mir denken kann, Simone wird jetzt gebracht, um zu zeigen, weg diese Seelen von Sterben in auf die... Es war jetzt einfach nur zum Verdeutlichen, also mein Gewicht ist zum Verdeutlichen, also dass Milliarden von Seelen gibt, also das nicht, ja, dass einfach die Menge einfach mal wichtig war, dass man nicht einfach denkt, ach, es sind ja bloß ein paar hundert Seelen oder es gibt nicht so viel und dass es einfach eine große Menge ist. Gibt das so viel Platz für die alle Seelen, welche ankommen? Ja, weil das ist ja, meinetwegen ist es unendlich, also das ist ja eine unendliche Weite und das ist jetzt eigentlich nicht ein bestimmter Punkt, sondern es ist einfach mal zur Verdeutlichung, dass es ganz viel gibt, dass, ja, dass keine Seele irgendwo verloren geht, sondern dass sie einfach kommen zum Treffpunkt. Ja, da sind und okay. Ja. Dann jetzt, ich möchte bitten, ob das ist möglich, dass die Simone wird gezeigt, wie die Seelen da ankommen, wie das aussieht, wie die werden empfangen und was weiter geschieht mit diesen Seelen. Auf diese Sammelstelle. Michael meint ja, das hab ich ja schon mal gesehen, dass das Seelen ja wie so zu eurer Quelle kommen, dass es aussieht wie so eine Quelle, wo sie dann ihre verschiedenen, ja, aufgeteilt werden, auch auf die Planeten und auf die verschiedenen Stufen, dass es einfach so aussieht wie ein Wasserfall von den Seelen und dass halt jede Seele irgendwo das in sich selber schon weiß, wo sie hingehen muss oder wo sie
sein wird jetzt, um was, also was zu lernen muss und was zu lernen auch möchte, dass einfach dann von diesem Wasserfall, so wie er dort ausgesehen hat, dass da einfach dann weitergeht, dass sie dann halt hinkommen, wo sie hin sollen. Aber die verschiedenen Ebenen, ja, genau. Die Stufen. Und Michael hat auch gesagt, er selber ist also nicht bloß, wie meint er, er passt auf mich auf, er ist zwar immer da, aber im gleichen Moment ist er auch auf so einem Planeten, wo er selber für sich auch was lernt. Das heißt, er kann sich teilen, seine... Das ist nicht teilen, er ist einfach auf beiden Dingen anwesend, also anwesend, um auf mich aufzupassen. Ja, er kann gleichzeitig, genau, die in Griff haben, ja? Ja, praktisch, genau. Seine und praktisch, und dich. Ja, genau. Mhm. Und das, ja, das meinte er, das war eigentlich sehr schwer zu verstehen, wie das gehen soll, aber das funktioniert. Und das ist eigentlich bei jeder Seele, wo so ist, dass die dann praktisch, gerade wenn sie da in der geistigen Welt ist, sozusagen doppelt da ist, aber doch nicht doppelt ist. Dann ich frage, ob Simone hat so bestimmte Stelle, Planet, nicht um Ebene geht, wo die schon hat gesagt, auf welche dritte Ebene, ja. Ob hat auch welche Planet, wo die lebt praktisch als in geistige Form oder physische Form, ich weiß es nicht, dort wo also ihre Familie hat und wird erwartet, so ihre Zuhause, außer diese Ebene. Also er hat jetzt gemeint, eigentlich ist die geistige Welt insgesamt, wie wir es kennen, zu Hause. Also die Seelen untereinander sind eigentlich das Zuhause, was wir als Zuhause verstehen. Ein paar Seelen verstehen sich gut, besser wie andere, aber es ist nicht so, dass jetzt heißt Vater, Mutter, Kind, sondern das ist einfach Partnerschaften. Ja, dass irgendwie alle zusammengehören. Die einen verstehen sich halt besser und die anderen halt weniger gut. Ob da für die Seelen oder die selber oder weiß ich nicht, ob gibt es eine Visualisierung, zum Beispiel welche Gebäude, Natur, welche, ich weiß es nicht, wo die sich Unterkunft aufbauen können, einfach leben, so wie vergleichen hier auf die Erde. Ob gibt es sowas? Das ist in der Seele selber, also dieses heimisch fühlen, das ist in der Seele selber verankert schon. Dadurch, dass die Seelen Sachen erleben, haben die das auch in sich gespeichert, wo sie sich wohlfühlen. Aber die können sowas aufbauen? Um sich, dort wo die sind, auf diese geistige Ebene. Das ist nicht. Ich meine Haus, Garten, ja, und das sowas, dass sie fühlen das und leben einfach. Ja, die fühlen das schon, aber das wird nicht bildlich aufgebaut, so wie du meinst, sondern das ist in ihnen drin verankert. Also sie. Aber haben sie können jetzt spüren und das erleben, ja? Genau, genau. Das ist ihnen drin und sie haben die Gefühle und es kann sich auch je nachdem verändern. Es kann, er meint jetzt, bei mir war es ja jetzt so, dass ich mich wohlfühle auf grüne Blumenwiese mit Natur um mich herum. Und, dass und ich kannst dort als Seele Zeit verbringen zum Beispiel, ja? Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt wieder in der geistigen Welt bin, werde ich jetzt entweder kommt noch was dazu zu der Blumenwiese oder es wird was ganz anderes sein, je nachdem, was mir selber jetzt in dem Leben
als Raum zum Wohlsein gebraucht habe. Also das kann sich auch ändern. Oder für eine junge Seele wird sich das dann immer wieder mehr aufbauen, was dann die Seele so für sich braucht oder für sich schön findet. Wenn auf die Erde oder andere Planeten, wo die sind Paare, welche haben Kinder, Eltern, ob dort auch diese Seelen treffen sich und erkennen sich als, haben Familie gegründet auf jeweilige Planet oder auf die Erde, ob das, oder die vergessen das, oder das ist nicht wichtig mehr in geistige Welt. So wie in der biologische Körper, meine ich, als was? Das ist das, was ich meine. Die einen verstehen sich, die anderen nicht. Also es ist nicht unbedingt, dass sie wissen, dass sie irgendwo vom Planeten mal verheiratet waren und Kinder gehabt haben, sondern sie merken einfach die Nähe, die Anziehung. Ja, wir können gut miteinander oder auch, wir können gar nicht miteinander. Praktisch, da trennen sich diese Stellen da für die Seelen, die begegnen sich nicht. Ja, die begegnen sich eigentlich weniger, weil nämlich die Seelen so, dass immer die, wo sich gut verstehen oder verstanden haben, dass die mehr zusammen sind oder nach diesem so etwas, so wie auch die Erde in Wirklichkeit. Genau. Dass die einige Menschen möchten gemeinsam oder mögen sich und die andere praktisch so Abstand halten. Ja? Ja. Aber das nicht so Gefühle haben, so wie hier die Hass und Erdische. Ja. Nee, das ist nicht so extrem. Also Hass in der Hinsicht gibt es in der geistigen Welt nicht. Mhm. Das ist dann halt einfach so ein Gefühl, okay, wir passen nicht so gut, wir tun, ja. Hat kein Bedürfnis praktisch auf dieses, wir streiten jetzt oder so, da haben die gar kein Ding, also kein Bezug dazu, weil sie denken, das braucht man nicht. Soll ja harmonisch sein und ja. Gut. Da gibt es, ist es auch, dass die sollen auch da lernen, ja? Lernen oder werden dann verschiedene von Wesen, von Erkennungen, ja? Praktisch wird dort gelernt, wie passiert es? Ich sagte ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch sehr schwer zu erklären. Gibt es da welche, so wie hier, Schulen im Vergleich? Ja, diese Planeten sind ja so Art Schule für die Seelen. Das ist ja so eine Art Schule zum Verstehen, wie man was besser machen kann. Mhm. Und Michael meint, wir hatten es ja auch schon, dass die Seelen dann, nachdem sie gelernt haben, auch eine Zeit haben zum Ausspannen und ausruhen. Und dass sie sich dann ja auf den Ebene praktisch da mehr oder weniger treffen und da dann sich ausruhen und halt da halt auch in sich selber diese Wohlfühloase haben und dann, ja. Ist es, dass die manche Seelen bleiben dort auf diese geistige Welt, auf der Ebene, Tausende von Jahren und andere nur ein paar Tage und dann wieder gehen ins biologische Körper? Ja, das kann sein, das ist schon. Auch wie, was liegt das? Das liegt an die Seele oder jemand andere trifft Entscheidung für die Seele?
also eigentlich trifft ja nicht wirklich jemand anders die Entscheidung. Das ist einfach durch das Erlebte, was die Seele erlebt hat. Und wenn das halt so schwer teilweise war für die Seele zu verstehen und zu lernen, was im biologischen Körper, ja? Ja, im biologischen Körper. Das, dann braucht die einfach ihre Zeit und das kann halt, Zeit ist ja in der geistigen Welt überhaupt nicht relevant. Zeit in dem Sinne gibt es ja da nicht. Die Seele nimmt sich halt die Zeit, was sie braucht, um wieder bereit zu sein und zu sagen, okay, ich bin bereit auf was Neues. Und dann wird die Seele gezeigt auf auch diese Planeten oder Punkte, Stellen, die Eltern, wo hat Auswahl zum wiedergeboren werden. Ja, klar, das ist aber, ja, das ist schon so, dass sie sich dann gucken können, wo sie hin können oder wo sie hinkommen und dann sich da entscheiden tun. Dass die Seele, bevor die wird geboren, ob die weiß, wie wird ihr Leben sein, auf jeweilige Planeten oder hier die Erde, ob die weiß, wer sie wird oder wie ihr Leben wird verlaufen, was sie erreicht im jeweiligen Leben, weiß sie das oder nicht? Oder? Das war ja, ich sag jetzt, nicht der Sinn der Sache, das soll ja irgendwo was Neues sein für die Seele, irgendwo. Die Gute Seele oder ja Böse, Leid, genau, Glück, ja? Genau, soll ja das lernen und dann, damit das, die Seele auch weiterkommt, damit die Seele auch sich weiterentwickeln kann und nicht irgendwo stehen bleibt, weil es ihr gerade gut gefällt. Also dann jetzt, ich möchte noch wissen, ihr habt Überblick, ihr weiß alles, jede Gedanken von den Menschen, was sie tun, was passiert hier, ich rede von Erde. Und so wie ihr weiß, dass von dem alle Länder, diese ganze, wo führen die Völker, geht um die Politiker, die tun zum heutigen Zeiten nichts Gutes, ob die Seelen praktisch, ob die sind wirklich von guter Seite, von dem Licht oder sind es von der anderen Seite, das möchte ich wissen. Weil durch sie im Moment viele Menschen leiden, auf den ganzen Globus. Und da gibt es bestimmte Gruppen, wo hat Einfluss, was passiert auf die Erde mit den Menschen. Ja, Michael meint, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass jetzt nicht unbedingt die dunkle Seite da die Übermacht hat, sondern dass einfach die hohen Leute irgendwo in Versuchung geführt werden. Und die machen dann, ist ja, was versprochen worden. Ja, und dann, dem Menschen ist etwas versprochen werden, wenn also geht es um die Beeinflussung und Machen. Ja, genau. Und das ist halt, ja, weil die Seelen ja auch selber entscheiden können. Die sollen ja lernen und deswegen kann das schon sein, aber man kann jetzt nicht sagen, die dunkle Seite tut da, oder die Seelen sind von der dunklen Seite, das kann man so auch nicht sagen, das ist einfach nur die Versuchung. Und Manipulation. Ja, und das, ja, dass sie einfach lernen müssen. Da jetzt, ich möchte die Vesius fragen, und du
bestimmt beantwortest mir in dem Moment auf Europa, ist ein Überfluss, überflutet ist von dem von Völker von Islamisten. Ob geistige Welt weiß etwas davon, warum ist so passiert? Ob weißt ihr von diesem Geschehen? Jesus meint, ja klar, haben sie mitgekriegt, was da kommt. Und was kommt? Oder dass die Leute da halt jetzt gerade viel im Umbruch ist. Und Jesus meint, man soll halt nicht alle gleich verurteilen, wo bloß den islamischen Glauben haben, sondern man muss halt irgendwie in den Mensch selber reingucken. Aber viele kommen sehen. Und dann, die sind böse, die drohen oder Terroristen auch kommen. Wie ja. soll das weiter, zu was soll weiter führen, diese ganze Geschehen, was ist jetzt? Das gehört alles zu der Entwicklung, Veränderungen auf dem Planet Erde, das ist einfach dazugehört, dass da jetzt halt... Aber das geht nicht ins Gute im Moment. Wisst ihr, es wird sich wieder alles legen, aber es sagt halt auch, darauf eingehen, da wird auf der Erde meint, dass sehr viel spekuliert und geredet und gemacht und dass halt auch viel Manipulation auch unter den Menschen aufgehetzt wird, dass halt alle, wo da kommen, schlecht sind und dass man halt einfach sich auch mit den Menschen auseinandersetzen soll. Unter sich. Ja, dass man halt selber gucken soll. Aber das praktisch, so wie ich verstehe, dass diese Situation, wo ist jetzt entstanden, weil die Leute haben keinen Platz zum Schlafen, haben gar nichts, ne? Die leben auf die Straße, da praktisch wieder wird sich dieser Sturm wird vergehen praktisch, wird sich wieder abflächen alles, ja. In diese Richtung wird das gehen. Ja, klar, es kann ja auch, mein Bestes nicht sein, dass Landstriche auf der Erde total leergefegt sind, weil alle bloß in eine Richtung, das wird sich dann schon wieder ausbalancieren mit der Zeit. Aber er sagt halt auch, Zeit ist relativ, sagt Vesius, weil wir Menschen haben ein anderes Zeitgefühl jetzt wie die geistige Welt. Mhm. Dann möchte ich dich fragen, ob Vesius antwortest mir, weil habe ich von anderen Hypnosen, also diese Informationen auch, ob stimmt das, dass es eine neue Erde in Vorbereitung für Menschen hier von der Erde, eine Planet so wie zweite Erde in diesem Sonnensystem. Jesus meint, ja, es wird viel vorbereitet, aber das heißt, vorbereitet andere kosmische Zivilisationen? Also, er hat jetzt halt meint, es wird anders sein, wie wir uns das jetzt vorstellen und um das zu erklären, ist
schwierig und ich bin anscheinend auch wieder nicht wirklich da, wirklich die richtige Person dazu. Und ja, dass du einfach, wenn es wieder in einer Hypnose darauf hinausgeht, mit anderen Bösern. Nein, einfach nachfragen kannst. Weil mit Simone? Nee, mit anderen Personen. Ja, klar, mit anderer Person, weil das, ja. Ist das Thema also, mit den Ebenen, dass das verständlicher wird, weil ja, die Worte, wo anscheinend verstehe ich sie nicht, wie er sie vielleicht erklären würde. Nee, aber die konkrete Frage, dass Simone würde es nur übersetzen, ob diese Erde wird praktisch evakuiert durch Menschen auf die andere Planet, wo als zweite Erde, ob die Erde wird leer gemacht von Menschen und Tieren und so weiter. Sagt Jesus, nein, es wird anders sein, es wird anders funktionieren, aber genau das, wie das gemacht wird oder wie das getan wird und auch wann das getan wird. Durch spezielle Portale, ja, wo werden aufgemacht? Wird ein anderer besser erklären, wie das funktionieren kann oder wie das wird dann. Aber das ist auch wieder das, dass das die Zeit von die Zeitrechnung von den Menschen anders sein wird. Also es wird was kommen, aber das wird, so wie ich das jetzt verstehe, noch nicht so wie die Menschen spekulieren, ja? Ja, noch Jahrzehnte auch dauern, weil das noch, noch nicht so weit ist. Das ganz andere Dimension. Aber geistige Welt weiß um die Veränderungen. Ja, die wissen das alles. Wissen sie das alles. Heißt, das ist alles von oben. Ist das alles geplant wie eine Regie? Wenn geistige Welt oder geistige Wesen wissen um die Zukunft, den Menschen, um die Zukunft, welche Planeten und Geschehnisse, dann heißt, wie ist es, dass in geistige Welt, die wissen das. Viel, viel Jahre nach vorne oder in die Zukunft. Ist das alles geplant? Oder eine Regie von Leben? Also, wie es meint jetzt so, dass es ja, auf einer Seite ist es schon geplant, aber auf der anderen Seite ist, also nicht alle Seelen wissen genau wie, was, wo. Ob jetzt die Erde oder ein anderer Planet oder ob ein neuer Planet dazukommt, das ist alles, ja, jeder hat einen gewissen Teil in der Seele in sich, wo was weiß und ja. Geht um das ob das ist, geht um die Entstehung oder Vergrößerung vom Universum. Deswegen ist das alles so, die Regie, wie weiter wird es sein? Sind da welche Planer oder das Architekten? Das ist das, was probiert wird zu erklären, die Seelen insgesamt sind ja eins, also sind zwar viele Milliarden von Seelen, aber irgendwo gehören sie doch alle zusammen. Das dann zu erklären, wie das sein wird, oder ja, das ist deswegen ganz, ganz schwierig. Und für uns, also für den Verstand von Menschen auch kaum zu verstehen. Aber wenn ich das Beispiel, wenn ich Simone versetze in 2 Jahre nach vorne und ich kann das sehen, wie das aussieht, was geschieht, und das heißt, die kann das sehen, obwohl
jetzt ist anders und in 2 Jahren verändert sich was und die kann das sehen. Das heißt, wie funktioniert das, dass sie kann das sehen in die Zukunft. Nicht weitere, in näheren Zukunft. Jesus meint, das ist sehr schwer zu erklären, weil die Zukunft ist, es gibt zwar so ein Grundgerüst, wie die Zukunft sein kann, aber da ja die Seelen oder die Menschen ihren eigenen Wille haben und vielleicht irgendwas, einen Schlüsselpunkt anders machen, kann die Zukunft auch ganz anders aussehen dann. Also nicht alles, was man so sieht, wird dann wirklich so sein, weil jeder Mensch ja sein eigener Wille ist. Es ist ja bloß zu dem Zeitpunkt, wo man gerade ist und wie man sich da entschieden hat, dann wird die Zukunft so oder so sein. Mhm. Und aber wenn man halt an einem anderen Zeitpunkt vielleicht vorher irgendwas anders gemacht hat, wie man vielleicht Veränderungen. Ja, kann die Zukunft auch verändert sein. Mhm. Das heißt es nicht, dass so wie man sagt, das wird, aber das muss nicht sein. Ja, es muss weil nicht ist beeinflusst von außen, von vielen von Faktoren. Ja, genau, wie sich dann die Person entscheidet, kann sich halt auch die Zukunft auch verändern. Mhm. Mhm. Gut. Ihr wolltet noch was Simone zeigen, ob da können wir vorsetzen. Was kann sie noch berichten von der geistigen Ebene? Das ist sehr wichtig für uns Menschen, das zu wissen. Herr Wesus hat mich jetzt gerade gefragt, ob ich mich wohlfühle oder ob es mir zu viel ist. Oder ob, was meinst du? Nee, diese Eindrücke, weil wir sind ja jetzt immer noch da, wo so ein Pool von Seele sind. Und wenn du schaust die Seele an, die Seelen, wie viele Seelen, sind die unterschiedlich von Aussehen beschreiben? Also die Seelen, wo ich sehe, ja, die haben auch, also die meisten haben einen runden Punkt praktisch und außenrum wie so ein Wölkchen. Mhm. Aber es gibt auch also andere und auch verschiedene Farben. Das ist wirklich sehr bunt da. Und verschiedene Formen. Aber immer ein Mittelpunkt und dann ja entweder ein Wölkchenform oder Zackenform. Dann ich frage Jesus oder Michael, warum sind so verschiedene Formen, der Zacken oder so, von was hat Bedeutung? Welche ist Bedeutung? Von wo kommen die? Zum Beispiel diese Sellen, wo die haben Zackenform. Er sagt, dass es eine Bedeutung hat. Von der Entwicklung her oder von der Planeten oder Galaktik her oder von Form in biologischer Form? Also es ist so, dass diese äußeren Formen praktisch zeigen von ja, praktisch welcher Galaxis die Seele gerade kommt. Mhm. Und die innere Form dann ja heißt dann auch ja was für ein Wesen es war jetzt erst im letzten Leben. Das von der geht um die Farbe oder nee, um die Form, innere Form, ja, die innere Form. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die innere Form ist irgendwie
das Lebewesen, was die Seele war. Also ob das Gute oder was Gutes getan oder Böses getan ist, das? Nein. Ob, also jetzt sozusagen wie jetzt auf der Erde gibt es Menschen, Tiere und Pflanzen. Aha. So, und dann hat praktisch eine Form der Mensch, die innere Form, sagt man jetzt mal ein Kreis und ein Tier, ein Dreieck zum Beispiel als innere Form, mhm, und dann die Pflanzen, ja, jetzt halt ein Stern von mir aus. Und dann aber siehst du das da eher auch? Ja, ich sehe das da jetzt auch, das war jetzt bloß ein Beispiel, dass die Formen als praktisch verschiedene Lebensarten sind und die äußere Form dann praktisch einem sagt, ja, wo, aus welcher Galaxie oder ja, stammt. Dass die Seelen auch irgendwo, sagt, wie ist es untereinander, auch wissen so ein bisschen, ah, da warst du gerade, ah, da bin ich, dass sie sich auch so von Weitem auch ein bisschen erkennen. Und dann, um weiter sich zu verteilen, das ist auch dient, ja? Ja, dass die werden verteilt, auch ein bisschen, weil die Tiere, ja, die Tiere sind mit den menschlichen Seelen zusammen. Ja, jetzt gerade halt das zu verdeutlichen, weil dieser Raum ist ja jetzt gerade bloß, um mir zu verdeutlichen, dass es wirklich sehr viele Seelen gibt und dass es halt auch, ja, sehr viel, gerade halt auch andere, nicht bloß menschliche, sondern halt auch tierische und pflanzliche Seelen, ganz viele, dass einfach alles in einem zusammengehört. Dann ich frage, wenn pflanzliche Seelen, dann die wird wieder geboren praktisch, das mit dem Samen, mit dem Wachstum zu tun, ja, das als immer als Pflanze wird immer geboren. Das sind drei verschiedene Sorten von Seelen, so wie ich verstehe, tierische, pflanzliche, tierische und menschliche, ja? Ja, das ist ja jetzt bloß von der Erde. Von der Erde? Ja, jetzt bloß, zwei sind bloß das Beispiel von der Erde. Und von anderen Galaxien? Gibt es noch andere. Andere Formen und Lebewesen. Formen und Lebewesen, ja. Also, ja, das zeigt den Seelen halt einfach nur, wo gerade die Seele war, vor kurzem, also praktisch im letzten. Das heißt, die Seele, wenn die verlässt, jeweilige Lebensform, ja, Planeten, ja, dann die verliert Gedächtnis, von wo die kommt, oder hat die noch? Es hat schon noch... Die weiß. Sie weiß, hat erlebt, innerlich was hat schon, erlebt, ja? Genau, das ist innerlich schon abgespeichert. Okay. Aber es geht einfach darum, ja, dass die Seelen, gerade wenn halt ganz viele Seelen so wie im Wasserfall sind, also wo sie sich dann aufteilen, dass sie da auch wissen oder sehen, ach, der war praktisch... Das wissen sie dann auch. Das Wasserfall oder das Energiefall? Ja, das sind halt... Das sieht aus wie ein Wasserfall für mich jetzt. Und die gehen dort rein, gehen durch diese Energiefall, ja, genau, oder Wasserfall, ja? Genau. Gehen durch und dort ist schon Verteilung. Ja, genau. Und da werden doch dann die verschiedenen Sachen geteilt. Und dass da halt dass die Seelen halt irgendwie untereinander das auch wissen, hat das halt so, ja, die Form. Dann, wenn wir sind in diesem Moment hier, wenn die Seelen speichern auch jeweilige Leben und so. Simone hat hier auf ihre heutige Körper hat Punkt so wie durchgestochen, ist so geboren. Und das ist so wie Stichwunde, ewige Stichwunde, Loch. Bitte Michael um Erklärung, was bedeutet diese bei Simone genau hier? Von wo hat sie das? Warum hat sie das? Michael meint gerade, das soll man lieber mal eine andere Hypnose fragen, weil das würde jetzt gerade wieder ganz weit ausholen und man müsste wo ganz anders hin. Und passt jetzt, ja, diese Frage. Okay, aha, okay, gut, okay. Akzeptiere ich und
Ich hoffe, machen wir diese Woche noch eine, dass das diese sehr interessante Sache, Frage, wo Simone interessiert sich auch, da werden wir erfahren. Ob ist noch etwas, was wolltet ihr noch in diesem Moment uns durchgeben? Michael meint jetzt so zu mir, ja, es ging jetzt eigentlich nur darum, dass Verständnis gekommen, also gekommen ist, dass es einfach viel mehr gibt, als wir uns vorstellen können, dass es einfach unbegreiflich groß ist und ja, dass es halt vieles noch gibt, wo man noch nicht verstehen kann. Aber werden wir erfahren mit ja, nach und nachher? Ja, wir wollen sie nach und nach aufklären, aber auch nicht nur über mich, sondern halt auch über andere, wo was erzählen können. Und ja, das war irgendwo bloß so eine, meint Michael, so eine Vorbereitung, dass man, ja, wenn was kommt, dass was weiter verstehen kann. Okay, gut. Dann beenden wir jetzt diese Wissen auf diesen Moment, von dieser Stelle. Und dann kann ich dann fragen, was ich fragen wollte. Schon nicht um diese geistige Ebene, nur um diese irdische Sachen mehr. Ja, dann meinte, gehen wir wieder zurück zu der Wiese. Dann ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diesen Ausflug. Also war sehr interessant und was Neues für uns und für die Menschen. Und das alles zum Begreifen, wie der ganze Ablauf nach dem Tod. Die erste Haltestelle für Seelen. Dann ich bitte Simone auf die Wiese zurückzubringen. Ich bin schon da. Bist du schon da? Ja. Jetzt habe ich wieder die Biene um mich auf und den Schmetterling. Schön. Gut. Versus dann Michael. Dann ich wollte, weil das mich sehr interessiert, das liegt, das ist für uns, das gibt um kurze Zeit. Ich möchte gerne, dass Simone wird versetzt für 2000, irdische Jahre 2016 und jetzt ist Monat Juni. 2016, Monat Juni. Nach vorne. Ich zähle bis 3, 1, 2, 3 und bist du jetzt, das ist Juni 2016. Und dann erzählst du, wo bist du jetzt. Ich bin gerade hier im Zentrum und ja. Nur laut. Ich bin gerade hier unten im Zentrum und wir tun gerade vorbereiten irgendwas. Was ist das? Du weißt jetzt, was vorbereiten wir.